Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schammer, Paartherapeut, Beziehungscoach, Sprungspsychologe. Wenn du mich noch nicht kennst, schau mal auf liebeship.de vorbei. Ab und zu reden wir mal über Promis hier. Heute reden wir mal über Ben Affleck und Jennifer Lopez. Die haben sich ja, also nach, glaube ich, ziemlich schneller Beziehung, da kommen wir gleich noch zu, gibt es auch so eine Blitzscheidung. Was kann man daraus lernen? Ich meine, Promis haben natürlich die gleichen Probleme wie andere Menschen auch, oft sogar noch potenziert, würde ich sagen. Genau, wenn ihr was ergänzen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Also, soweit ich das jetzt verstanden habe, sieht das so aus, dass die hatten schon eine erste Runde, das ist für uns ja auch mal interessant, dieses hat eine zweite Runde noch eine Chance, so viele immer so von fantasieren. Ich glaube, so bummelig Ende der 90er, Anfang der 2000er, da sind sie schon mal zusammengekommen, ich glaube auch so über gemeinsame Rollen und sollen dabei auch zwei Filme gedreht haben, die ich nie gesehen habe, die wohl ja sehr schlecht angekommen sind, was ich irgendwie ganz witzig finde, dass gesagt wurde, das wäre ein schlechtes Paar vor der Kamera, vielleicht haben die Zuschauer da schon Sachen festgestellt, die sie selber nicht wussten, ist ja manchmal so, dass man das von außen eher sieht. Aber gut, sei es drum, da sind sie ganz schnell wieder auseinandergekommen, wenn ich das richtig verstanden habe, schon damals schon, weil die scheinbar unterschiedliche Vorstellungen hatten von Privatheit. Also Jennifer Lopez, muss ich sagen, ist mir auch extrem unsympathisch, aber das ist eine andere Sache. Scheint wohl extrem die Aufmerksamkeit zu suchen, die Öffentlichkeit zu suchen und Ben Affleck scheinbar nicht so. Und ja, sind auseinandergekommen, dann bums, zack, beide neue Ehen. Also er hat Kinder gekriegt, sie auch eigentlich? Ja. Ja, okay, beide haben Kinder gekriegt. Und ja, dann waren sie halt irgendwann wieder Single, vor 2 Jahren oder so. Und wie lange ist das her? 2 Jahre, 3 Jahre? Oder? Wissen wir nicht so genau, aber nicht lange. Und dann hatten natürlich alle, und dann sind sie wieder zusammengekommen und alle, das ist jetzt das Paar, jetzt, also jetzt beim zweiten Mal, da läuft's aber, da wird alles toll und hat sie sogar, das ist schon, was ich unglaublich ich bezogen finde, Netflix-Doku, The Greatest Love Story Never Told oder so über ihre Beziehung, wo man echt denkt, Alter, what the fuck, ey. Aber gut, und auch da wieder, was wir ja wissen, nicht gut, Tempo, 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 zack, 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 zusammen, ganz schnell geheiratet, ganz schnell Haus. Und wir wissen ja aus unserer Arbeit, Tempo ist immer nichts Gutes, ne? Es überdeckt häufig Inkompatibilitäten. Witzigerweise scheint sie selber, ich habe mal ein bisschen recherchiert, Jennifer Lopez selber mal gesagt zu haben, sie wäre ein Love Addict, das ist ja in den USA noch, also Liebessüchtiger ist ja noch ein viel mehr gängiger Begriff, den man schon ernst nehmen muss. Und ja, auch diese von außen wissen natürlich nicht wirklich wahr, also wirklich diese Beziehung, ja, vielleicht nicht unbedingt toxisch, aber durch diese Geschwindigkeit und alles wenig geerdet und all das, was wir eigentlich nicht so haben wollen. Und Gründe, muss ich auch jetzt ein bisschen gucken, scheint wohl zu sein, wieder das gleiche Thema, das ist eben auch so, warum ich immer sage, Mensch, zweite Runde gehen zu 90% schief und ja, Juli wieder irgendein Tier entdeckt. Die Eidechsen. Also gehen zu 90% schief und wenn man jetzt noch dazu nimmt, dass Promi-Ehen sowieso zu 95% schief gehen, ja, dann haben wir wahrscheinlich eine Wahrscheinlichkeit von 110%, dass das nicht funktioniert. Aber gut, sei es drum, gehen oft nicht gut. Warum? Weil die gleichen Themen wieder auftauchen. So, ne? Und tatsächlich ist das schon mal das gleiche Thema wieder aufgetaucht. Und also allein, dass sie da, glaube ich, diese Doku gemacht hat und ihre ganze Beziehung da ausgeschlachtet hat, bis hin zu privaten Briefen und ich weiß nicht, was ich einfach, wo man mal denkt, reden die eigentlich nicht über sowas? Macht die das einfach? Wenn sie es einfach gemacht hat, kann man ihn vielleicht total verstehen. Also wurde halt so gesagt, dass er das, dass auch von ihm Sachen in die Öffentlichkeit gekommen sind, was er nie wollte, irgendwie ihre privaten Briefe. Und überhaupt können wir da auch wieder rausziehen, dass selbst wenn du so eine Promi-Ehe hast, das sieht man, glaube ich, auch in den wenigen funktionierenden Promi-Ehen, also je mehr die ihre Privatheit haben, je mehr die so ihren, wie soll man sagen, Safe Space haben, umso höher sind wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeiten, dass das funktioniert und je mehr, ich meine, wir sind alle nur Menschen, ne? Ich glaube, also zwei Leute, die ständig in der Öffentlichkeit sind, also erstmal
glaube ich, dass viele Promis sind wahrscheinlich, liegt vielleicht auch in der Natur der Sache, viel mehr am Ego als wir Leute, die nicht so promimäßig sind. Also erstmal macht einem das, glaube ich, egoistischer, dieser ganze Ruhm. Und dann glaube ich nach wie vor, dass auch die Voraussetzung ist, überhaupt berühmt zu werden, ist für viele, glaube ich, auch sehr am Ego zu sein. Aber das ist natürlich nicht gut für Beziehungen. Es funktioniert überhaupt nicht gut. Und von daher, ja, wenn sie da tatsächlich so einen Move gemacht hat, kann man vielleicht auch verstehen. Aber auch da sehen wir wieder dieses Tempo, ne? Das ist bei vielen Beziehungen so, die so. Es ist jetzt nicht bei allen. Es gibt Leute, die kommen, soll es früher gegeben haben, Leute, die nach einem Monat heiraten und nach 40 Jahren noch zusammen sind. Aber allgemein kann man sagen, je schneller sowas ist, je mehr Fantasie, je mehr unnötiger Romantizismus, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Das ist, glaube ich, eher so ein geschichtlicher Begriff, aber ihr versteht schon, wie ich es meine. Je mehr Romantik, Liebessucht, Fantasiebildung und umso weniger Realität, umso schneller fällt es wieder auseinander. Aber gut, es war jetzt schon die vierte Ehe von ihr, glaube ich. Was, echt? Da wird sicherlich auch noch eine fünfte, eine sechste und eine siebte geben. Aber wenn man diese Muster nicht aufräumt, muss natürlich niemand. Ne? Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass ich glaube, dass Leute, die sehr erfolgreich sind, also auch wenn diese Filme nichts geworden sind, ist sie natürlich definitiv sehr erfolgreich. Ist, glaube ich, also der Weg, so sich wirklich zu ändern, ist, glaube ich, viel weiter, weil man einfach damit viel länger durchkommt. Also sie wird natürlich immer noch Millionen Leute haben, die sie gut finden und abfeiern. Von daher denkt man dann viel leichter, ja Gott, was habe ich damit zu tun? Und der Ben ist der Böse oder der Ben singt, sie ist die Böse. Also man fängt gar nicht erst an sich zu arbeiten, sondern ja, denkt sich halt so, ist ja auch das Ego, hat mit mir ja alles nichts zu tun und alle sind böse außer ich. Und naja. Aber krasse Sache. Dann hatte ich, glaube ich, auch noch gehört, dass dieses Patchwork, aber gut, das ist ja auch nur menschlich, dass dieses Patchwork nicht so gut funktioniert hat. Ich weiß auch nicht, wie viele Kinder die haben. Ich glaube, zwei und drei. Also Ja. ich glaube, er hat drei und sie hat zwei oder so. Ja. Und dann habe ich noch gehört, dass seine Freunde sie nicht gemocht haben. Das war immer ein ganz schlechtes Zeichen, also auch in vielen toxischen Beziehungen, wenn deine Freunde einfach sagen, hey, dein Freund oder deine Freundin, also ganz ehrlich, brauchst gar nicht mitbringen, können wir irgendwie nicht ab. Weil diese Liebessucht oder dieses, da gehen wir ja auch in so eine Fantasie rein. Wir sehen was in dem Gegenüber, was niemand anderes sieht. Hatte ich auch schon in meinem Leben so eher kürzere Beziehungen, wo mein Umfeld gesagt hat, oh, wow, war ja, ist kein gutes Zeichen. So. Ja, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich fand es mal wieder interessante Sache. Wenn ihr mehr auch mal so Promis haben wollt, gibt ja auch schon wieder Neuigkeiten von Amira Ali und den Pochers. Und schreibt es gerne rein, ist ja auch mal ein bisschen abwechslungsreicher Content zu den E-Mails, die wir sonst machen. In diesem Sinne, macht die Farbe in Kurs, also ich weiß gar nicht, was passiert und wir sehen uns bald wieder. Ciao eben.